Da werde ich mal hier noch oh, Workshop belegen. Na, das meinte ich eigentlich nicht. Ich wollte noch so eine Triem kaufen. Ach, eigentlich könnte ich noch eine zweite kaufen. Hier auch noch. In Mandurei. Wenn ich denn nämlich den Kompass habe. Denn gibt es Karavellen. Ja, und dann werde ich. Ist die Idee, die Triemen dann aufzurüsten, weil die kann ich ja noch kaufen, die Triemen mit den Karavellen, wird das ja nicht mehr so einfach sein. So, dann hatte ich auch noch geschaut, ein paar Stadtstaaten darf ich wieder das Wachstum erlauben, die auf minus 2 sind und ihre Nahrung voll haben. Ich glaube, bei Lahore war es auch gerade, jo. Und dann hätten wir noch Varanasi und Mumbai. So. Dann mal los. Schönes Wachstum, bitte. Jetzt bin ich hier ja schon 22 plus. Das ist jetzt zumindest mal recht safe. Da kann kaum was passieren aktuell. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich hier von den Stadtstaaten, dass ich da gerade drei Verbündete habe, die mir ein paar Dinge liefern. Zucker kriege ich hier von Kuala Lumpur. Und hier gibt es Porzellan und Korallen und eben nochmal drei Happiness. Naja, die Sachen zusammen. Die machen es dann aus. Ich habe mich da eigentlich ja gar nicht aktiv drum gekümmert. Das ist halt so gekommen, dass die denn da ja Allies geworden sind. Das kann natürlich auch schnell mal wieder wegbrechen. Das wird's ja ganz automatisch mit der Zeit werden, wenn ich mich da nicht drum kümmere und weiter investiere. Insofern, naja, ist das sicherlich nicht auf Dauer unbedingt so. Der Bestand, wie er es jetzt gerade ist. Mit dem Kompass ging ich ja auch eine weitere Handelsroute. So, da ist meine Trieme. Die kann ich aktualisieren für 155 in eine Karavelle. Wunderbar, das war der Plan. Und da haben wir noch eine. Sehr schön. So, da gab es wieder, naja, hatte ich zuletzt ja noch gebaut, die Unis. Ah, da könnte ich vielleicht ja noch wieder eine Uni bauen. Na, der Watt. Jeder Watt ist gewachsen. Die sind sogar noch bei minus 2. Sehr schön. Da ist nichts schief gegangen. Lahore ist auch noch minus 2. Wie sieht's bei euch hier aus? Ihr seid auch beide. Naja, beide weiß ich noch nicht. Zeig mal Mumbai auch. Ach, das ist ja auch interessant. Oh, verstehe einer das mit der Zufriedenheit. Naja, gut. Okay. So, wo haben wir da wieder so die diversen Bautrupps, die schon lange nichts mehr zu tun haben. Keine größeren Dinge. Weil ich hier an Feldverbesserungen mache, das ist ja auch. Achso, ich wollte ja hier die Farm bei denen die vielleicht noch, also die Farms, genau. Die wollte ich ja da mal ein bisschen upgraden. So, hier hatte ich auch noch. Oh, hier mal. Da werde ich auch mal noch ein bisschen bauen. Hyderabad kann dann ja auch noch etwas kriegen. So, alles klar. Das mit dem Wachstum ging schon mal gut. Da ist noch jemand gewachsen. Nach Delhi auch. Das ist sehr schön. Pilze zu Rammes ausgelaufen. So, eine Sozialpolitik. Nun gut, ich habe mich ja für Artist hier entschieden. Dann bleibe ich jetzt natürlich auch dabei. Die Gilden geben halt eine Zufriedenheit. Die großen Werke liefern auch ein bisschen vor. Ach, drei große Werke, na gut. Da habe ich jetzt allgemein noch nicht so viel. Während goldener Zeitalter kriege ich auch noch 10% Kultur. Wir haben gerade ein goldenes Zeitalter. Zeigt mal. 257, ja auch nicht schlecht. Ach, das war schon gut damit Artist hier. Also an das Ding habe ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, weil ich goldene Zeitalter, das ist immer schwer zu berechnen. Weil halt die Zufriedenheit auch so schwingt. Jetzt bin ich ja schon bei plus 28. Ist ja der Wahnsinn. Nee, Kalkutta darf nicht. Die sind doch. Minus 5 ist doch ein bisschen fett. Mandurai darf jetzt aber. Und naja, die anderen müssen eh erstmal weiter wachsen. So eine Karawane. Das gibt natürlich eine weitere Nahrungskarawane nach Delhi. Denn du baust da gerade die Gendarmerie.
Da würde ich sagen, ach so, warte mal, apropos Karawane. Das ist ja auch so ein Ding hier. Ich habe ja die von Kalkutta hochgeschickt. Ich könnte ja auch Frachter schicken. Das Problem ist, die ist jetzt hier unterwegs. Da kann ich nicht nochmal eine schicken. Das geht nicht. Ich könnte aber natürlich hier von Ahmedabad Frachter schicken. Und überhaupt, lass mal gucken, vielleicht gibt es inzwischen ja noch andere schöne Dinge. Naja, forschungstechnisch die neuen. Das ist zu diesem Spielzeitpunkt ziemlich albern. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das so sehe, mit Frankreich, der hat ja dann eine bessere Forschung als ich. Ne? Warte, lass mal gucken. New Science. Napoleon has covered zwei Technologies, you don't know. Ich habe neun, die er nicht hat. Na gut, okay, ja, das ist aber irgendwie auch wieder strange, ne? Ich habe neun, die er nicht hat und kriegt dafür acht Science und er hat zwei nur, die ich habe und dafür gibt's neun. Ist ja auch seltsam. Naja, gut, okay, das heißt, im Strich habe ich vor ihm sieben Vorsprung. Warum ich denn da mehr hier bekomme als er, verstehe auch wieder, versteht auch niemand. Gut, aber gut, wegen der Forschung würde ich es ja ohnehin nicht machen. Das ist ja nichts, was mich hier noch groß interessiert. Interessant wäre allenfalls Dinge, wo es halt vielleicht um, wie soll ich sagen, Boni, diplomatische Boni geht. Also mit ihm handeln wegen Diplo, das macht schon vielleicht Sinn. Da hat er doch die größte Armee, da habe ich ja doch ein bisschen Sorgen. Die Goldbeiträge, die kommen, die sind irgendwie auch noch klein. Was aber wahrscheinlich auch daran, ne, wobei wir das noch nach Gold sortieren. Wenn ich das von Delhi aus mache, sieht es natürlich gleich ein bisschen besser aus. Wenn ich zum Beispiel auch mit Cahokia, das ist ja auch interessant. Delhi, Cahokia im Frachter, das gibt 15 Kultur, gibt Gold, das ist ja auch nicht schlecht. Aha. Gucke mal an. Und aber wenn ich hier mit Marokko handle, da kriegt er nur Wissenschaft und ich krieg dafür Kultur. Ja, die 12 Kultur, so riesig ist es jetzt auch nicht, aber immerhin, das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Naja, ich habe natürlich auch noch nicht groß wichtige Gebäude gebaut, die mir die Handelsrouten unterstützen. Hier Karawanserei und so eine Sachen oder Hafen, das wird die Sache natürlich auch unterstützen, indem sie die Golderträge deutlich erhöhen oder dieses Zollhaus zum Beispiel. Das wird hier alles erst interessant, wenn die Dinger stehen. Tja, ich meine, 12 Gold mehr pro Runde oder so, das wäre ja schon was. Gut, das ist jetzt nicht riesig, aber ein bisschen ist es schon. Die Alternative wäre eben wirklich da ein Nahrungsfrachter in die Hauptstadt. Na, komm mal her. Ja, so rum natürlich nicht. Wir wollen das hier dann. Wer kann denn nach Delhi? Interessant, wenn Delhi was schafft, das sind gigantische Mengen, die irgendwo anders hingehen. Und der erste, der nach Delhi geht, ist Lahore, was allerdings auch 15 ist. Na gut, dann machen wir das doch so. Kann ich den hier kaufen? Cargo Ship. Kann ich nicht. Only Chase with Outer Harbor geht nicht. Okay, sehe ich ein. Muss das Ding gebaut werden. Was ja aber auch nicht schlimm ist. Das Bad ist hier gleich fertig. Danach kann er das Ding bauen. Soweit. Hafen kann er ohnehin. Hafen gibt auch Gold. Okay. Stoneworks. Hier stehen noch einige wesentliche Dinge an. Oh je, da kann ich dran denken, was hier alles noch. Na gut. Der muss das halt so nach und nach hochziehen. Mach mal. Habe ich jetzt ganz schön lange Liste, aber da ich ja sowieso die steht, der Reihe nach immer durchgucke, ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Gut, dann finden wir uns hier den Porzellanhauer. So, du möchtest deine Pelze wieder haben, ist genehmigt. So viel Glaube, das reicht bestimmt schon wieder für einen Prophet. Mist.
das hätte ich ausgeben müssen. Nun gut, habe ich nicht gemacht, aber links so viele Unis wären sowieso nicht mehr drin gewesen. Wir haben ja nur noch eine Universität, die fehlt, dann wäre es eben in dieser Runde passiert. Insofern ist das jetzt nicht gar so schlimm. Jetzt könnte er natürlich noch anzeigen, wo die Uni fehlt. Hat er aber nicht. Verrät er mir nicht. Es ist vielleicht dann in der letzten Stadt hier in der Liste. Gehe ich mal rückwärts bei der Wahrscheinlichkeit. Da haben wir sie doch in Hyderabad. Okay, dann kaufen wir sie jetzt. Passt. Wir haben also auch überall die Universitäten und jetzt hätte ich eben sowieso das Problem, dass denn da mein Glaube so groß ist, dass der Prophet spawnen würde. Gut, ist jetzt die Frage. Gut. Ob ich den jetzt automatisiert explorieren lasse. Ich glaube, ich mache das, weil die jetzt auch noch hier überall rumzuziehen. Wobei, ach naja, das ist ja so schlimm auch nicht. Komm mal her. Fliegen wir hin. Das ist ja jetzt auch kein großes Problem. So, da ist noch ein Bautrupp. Der macht dann mal hier unten hin. Gut, dann braucht man am besten vielleicht doch eine Heiligstätte. Warum nicht? Alles andere macht hier sowieso keinen Sinn. Ein bisschen schöne Sachen gibt es ja durchaus, so ist ja nicht. Kommt ja was zusammen. Ich habe auch einen großen Wissenschaftler, aber jetzt ist hier vorbei mit Akademien bauen. Der wird jetzt gleich freigeschaltet. Gib mir. Da haben wir die Astronomie. Du kannst hier runter. Ich muss jetzt möglichst schnell hier Richtung Akustik, damit das funktioniert hier mit der Sixtinischen Kapelle. Die will ich auf jeden Fall. Du gehst hier mal noch eine Mine bauen. Das waren die Persönlichkeiten. Da gab es die Politik, die mal wieder viele nette Dinge gebracht hat. Ah, der Rat will Gold, okay. Da ist noch jemand Gold. Bangalore will Wale, das ist schlecht. Da haben wir Zitronen. Na gut, das sind jetzt alles hier die 20 Runden von dem letzten, als ich den Händler geschickt habe. Das war überall Feiertag, jetzt kommen Salle Delhi will Zitronen. Na Mensch, das ist doch mal toll. Wobei die meisten anderen Sachen sind eigentlich auch nicht schlecht. Gold und so, das würde ich auch rankriegen. Aber Zitronen ist natürlich mit am einfachsten. Kakao wäre auch okay gewesen. Und nee, Perlen habe ich schon angeschlossen. Okay, na dann. Haben wir erstmal in Kalkutta wieder ein paar Dinge zu bauen. Sehr lange Liste. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Wachstum anzuhalten. Du warst einmal dran. Okay, Kalkutta darf noch nicht. Das hatte ich gerade gesehen mit der minus 3. Andererseits guckt ihr mal diese 33 da an, was für ein Wahnsinn. 13 Bonus vom Luxuries kriege ich jetzt schon, weil meine Städtegröße über 12 ist. Naja, was sind vor allem die Luxusressourcen, die jetzt hier auch hochgehen? Das ist, glaube ich, die Masse. Aber es ist natürlich auch ein paar andere Dinge. Local City Happiness hatte ich vorher noch gar nicht. Ich vermute, dass das von den Gilden kommt, die ja jetzt auch ihre Zufriedenheit geben. Nun ja, der nächste freie Bautrupp, der irgendwo ist, der wird dann mal hier die Zitronen anschließen. Oder hier, je nachdem. So, und hier sollte ich jetzt natürlich auch, die brauche ich alle nicht, das passt. Die Chicken Pizza brauchen wir auch nicht. Length of Golden Ages ist increased bei 50%. Boah, das ist aber eigentlich auch nicht schlecht. Mit Leeches Need Modifier, na gut, da habe ich kein Problem mit. Great Engineer Point. Ja. Also die 50%, die hätte ich schon gern gehabt. Ich gebe es zu, aber trotzdem, ich werde das jetzt nicht hier mit reinbauen. Das ist mir unterm Strich denn doch nicht wert. Ich werde mal hier wieder ein bisschen die Gebäude reinkaufen. Und einen neuen Elefanten. Hafen wäre auch gut.
Sea Trade Route, naja, da haben wir keine Footprint. Groß Ocean Tiles 15%, ja, das ist alles nicht interessant. Nicht wesentlich. Das ist dann eher schon Supply Cap Lücke. Und Gold auch, na gut. Ocean Resources, da haben wir immerhin mal einmal Fischer. Naja, Hafen in der Hauptstadt ist schon gut. Keine Frage. Mach mal so. Okay. So, da haben wir unser Elefante. Den nächsten. Ist noch jemand ohne Garnison? Ja, Mumbai. Achso, das geht auch erst wieder nächste Runde. Alles klar. Tja, jetzt habe ich noch das Problem, da werden noch viele Propheten kommen. Ja, du bist gerade dahin gegangen, geh mal auf die Zitronen. Du kannst dann da bleiben. Ja, ich habe ja nichts mehr, wofür ich den Glauben ausgeben kann. Und bis zum Industriezeitalter ist noch eine ganze Weile hin. Du willst Kuala Lumpur, da hast du ein Problem mit. Naja gut, das bist du relativ nah dran, ja. Ja, sorry. In der Tat, tut mir leid, ich glaube hier. Der hier, oder? Mal gucken. Stück, die sind ein bisschen weiter weg. Gegenland Lower Alley of Kuala Lumpur. Naja, da finde ich es doch los. Kommunikation. Aha. Gut, dann auf geht's nach Leben. 15 Nahrung. Der Großer, der wird dann auch helfen. Der bringt auch ein bisschen Wachstum, weil da wieder mehr Nahrung übrig bleibt. Wir haben noch 5 Runden bis zur Sixtinischen Kapelle. Was sagt denn hier unser Ingenieur? Na, der wird mir diesmal nicht helfen. Naja, kein Problem. Stables ist auch nochmal 3%. Wir haben hier aber eigentlich keine Pferde, aber Kühe haben wir da oben. Kettle. Ja. Das heißt, die Stables bringen 3 Basis, also insgesamt bringt es 5 Produktionen mehr. Ist ja auch nicht schlecht. Nehmen wir die mal hier rein, noch vor. Dahin. Alles klar. Du bist auf den Zitronen, wunderbar. Du bist auf der Farm und du bist auf dem Hügel. Constructed Village. Na, vielleicht sollte ich da auch noch mal ein bisschen wegen Gold und Kultur, aber ach naja. Wir produzieren weiter. Müssen noch viele Dinge bauen. Wie sieht's denn eigentlich aus hier, Hyderabad? Du kannst doch bestimmt wieder. Er kann immer noch nicht, ja. Die Bank braucht da eine Weile. Und Kalkutta hat zwar eine Menge Nahrung, aber nicht so viel Produktion. Wegen Gras und Lhasa. Lhasa ist auch bald weg. Ach, guck an hier. Die schießen noch von da oben. Das ist halt kein Range-Unit, die ich da habe. Na gut. Groß auf Kämpfe einlassen war eigentlich nicht die Idee. Ich wollte ein bisschen aufklären. So. Das war in der Hauptstadt. Der Rabatt hatte Wachstum, ist von minus 2 auf minus 9 gegangen. Das ist ja mal fett. Aber ich denke, genau, hier ging auch bei Kuala Lumpur weggegangen ist. Das hat natürlich auch da Auswirkungen gehabt. Das ist schon interessant, wie das ja ständig hin und her springt. Ein Wahnsinn. So, Stables, ja. Eine Runde super. Wird auch für die Sixtinische dann helfen. Hier hätte ich gerne noch ein Elefant.
interested in a trade agreement with England. Hätte ich auch mal schauen können. Embargo, Siam, nee. Naja, für den Preis sowieso nicht. Lass mal gucken, was es da noch für Vorschläge gab. Das habe ich eigentlich bisher noch gar nicht gemacht. Sehr schlecht. Dann wäre längst angesagt gewesen. Karavelle, ja, mit der Karavelle da, das wird nicht funktionieren da alleine. Die war ja auch nicht zum Kämpfen gedacht. Und dann hätte ich mal besser gleich zurückgezogen. Nachdem ich da jemanden gefunden hatte. Combat Strange, Warded Status and Enemies during melee combat reducing. Combat Strange Hitpoints, und was ist das? Clicks Warded Status. Movement, das bringt mir jetzt nichts. Machen wir mal so. Hat anscheinend mit dem anderen gekämpft. Den werde ich dann doch mal zurückbringen und da reparieren. So funktioniert das nicht. Die Sicht ist irgendwie auch durchaus überschaubar. Naja. So, Pataliputra. Ich krieg's noch hin. Ist wieder bereit, um schöne Dinge zu bauen. Komm mal mit dem Workshop vorne ran. Armory. Da ist ja. Okay, mach mal den Wall noch mit rein. Ist ja da im Norden. Stellt sich auch die Frage, wie mache ich denn das jetzt mit unseren Künstlergilden? Verteile ich die ähnlich? Ich habe ja hier noch in Pataliputra und Vijay, die haben noch die Schriftstellergilde. Ich würde fast sagen, Mumbai und Varanasi kriegen denn mal die beiden Künstlergilden. Die sind natürlich schon noch einiges kleiner als die zwei hier, aber. Die sind ja doch halbwegs in Ordnung. Varanasi ist auch da. Dann komm mal ran. Kannst du gleich da hinten dran stellen. So. Passt. Eine Künstlergilde baue ich natürlich noch. Und bei Mumbai ist es, naja. Hat hier die Wälder genommen, logisch, ich habe es ihm ja so gesagt. Dann würde ich meinen, das werde ich mal umbauen. Nimm mal hier die, haben wir ein bisschen mehr Wachstum. Aber ansonsten ist die Stadt natürlich so toll auch nicht. Wie gesagt, es fehlt halt total an Nahrung. Das könnte in Agra oder Kalkutta eigentlich besser sein. Kalkutta würde wachsen wie blöd, aber bei dem fehlt halt dann die Produktion. Naja, aber das geht. Ich will noch eine Mine, so nach und nach kriegen wir das schon hin. Ich würde eher sagen, da ist Kalkutta eigentlich so ein Kandidat. Wachsen könnte der problemlos. Ja, da werden wir hier noch ein bisschen Produktion reinsetzen und dann geht das schon. So, Bangalore darf auch wieder. Nimm mal den Hafen. Fehlt noch so viel. Naja. Tja, der braucht Wale hier. Das ist natürlich dann doof. Die werde ich so schnell nicht kriegen. Alexander ist dann auch in der Renaissance. Er kriegt ein bisschen Nahrung. Hallo. Ist ja auch Barbaren. Ja, da sind auch Barbaren. So, ein neuer. Da hat der Elefant ist angekommen. Jetzt habe ich gerade noch was gesehen. Könnt ihr hier auch noch ein Forschungsabkommen? So, alles klar. So. Dann machst du da mal etwas Produktion.
Jetzt ist das hier schon alles einigermaßen okay. Da mal noch mehr Produktion. Den habe ich hier wohl geschenkt gekriegt, in dem Fall würde ich sagen. Ja, mal gleich mal gucken. So, Kalkutta will Zucker haben. Na gut, Varanasi ist gewachsen. Bangalore auch. Zeig mal. Minus 5. Ja, naja, gut. So ist das da. Dann mal die Bank muss da durch. Aber das kriegen wir schon hin. So, da haben wir den Hafen in Planung. Das ist soweit gut. Jetzt habe ich hier gesehen, genau East India Company. Das ist natürlich denn für den Handel gut reduziert. Naja, zumindest mal in der Hauptstadt. Die Armut, aber da hat ja so, oh, der Hauptstadt hat sogar plus 2 Zufriedenheit. Guckt ihr das an? Naja, gut, haben wir jetzt hier auch schon die zweiten Gilden stehen. Das bringt es da natürlich auch. Newcastle, 1500 Defense, All Cities, Inquisitor Military Cap bei 5. Newcastle in the City, tja, na, das wäre natürlich schon ein Ding, aber ach, naja, fange ich jetzt nicht mit an. Wir haben gleich ein deutlich wichtigeres Weltwunder. So, Alex hat die Cathedral gebaut. Okay, dann kann man jetzt auch reklamieren. Und ich habe die Akustik. So, dann wollen wir mal gucken, ob das funktionieren wird hier. Ein großer Schriftsteller. Ach, guck mal an, da ist sogar noch eine Ruine. Interessant. Boah, schon wieder so ein Ding hier. Aber den kriege ich diesmal kaputt. So. Okay. Der Schriftsteller, was hat er denn hier inzwischen? 1800, oder? Langsam kommt das zusammen. Na, aber das ist ja okay. Dafür mache ich ja hier auch die Werke. Damit es dann irgendwann richtig schön was bringt. So, du kannst da bleiben. Technologie. Dann gab es Tourismus. 22 ist. 22 sind wir jetzt schon. Jetzt haben wir ja doch hier einige Schriften inzwischen durch, aber wir haben noch keine. Doch hier, zeig mal. Wofür gibt es denn hier was? Ich habe doch schon Schriftsteller, einige. Ach, die sind hier in VJ. Okay. Themenbonus 2 Kultur. Im Amphitheater. Alles klar. Und wo ist denn Deli? Der hat irgendwie noch keine Wunder, wo es einen tollen Bonus gibt. Naja, hier gäbe es 4 Wissenschaft. Das ist mir aber eigentlich. Naja, 4 Wissenschaft. Muss jetzt auch noch nicht sein. Okay, wir müssen uns aber, apropos Wissenschaft, um neue Wissenschaft kümmern. Wir sind hier schon doch durchaus einige Ecken weiter. Was ich hier gerne hätte, wo ist sie denn hier? Slater Mill, das ist sehr schön. Geht auch City Mass People Next Tour rüber, das könnte ich in meine Hauptstadt setzen. Franz Free Factory, das ist schon toll. Was natürlich aber auch interessant ist, logischerweise Scientific Theory, wegen den Public Schools. Und Akademien wird verbessert, also eigentlich muss ich damit gehen. Aber Steam Power ist halt auch schon stark. Im Grunde brauche ich das alles beides und möglichst bald. Dann würde ich doch sagen, wir gehen erst auf die Scientific Theory, dann bin ich garantiert schneller in der Steam Power. Ja, weil durch die bessere Forschung hier sind wir denn da schneller. Machen wir das mal so. Und hier ist natürlich alles Richtung Wachstum. Auch nicht schlecht. Fertilizer. Archäologie wäre auch was, weiß ich noch gar nicht. Industrialization mit den Factories natürlich auch. Westminster fällt aus, haben wir nicht. Das ist hier für Wachstum schon stark. Keine Frage.
Woche steht dann auch an. Aber Artistry Branch, ja, das ist ja dann meiner, wo ich drinne bin. Machen wir das mal so. Und danach überlegen wir uns das. Wahrscheinlich geht es mit Elektrizität dann weiter. Gucken wir mal erstmal, dass wir schnell auch in die Industrie, ins Industriezeitalter kommen, damit ich nicht mehr hier so viele Propheten da rausknalle für den Glauben. So, du bist da, du solltest dann heilen. Der hat es hier nicht mal geschafft. So, und nach dem Hafen kommt dann die Sixtinische Kapelle. Da reicht nicht mal mein Geld aus, um das anzuzahlen, aber das ist momentan ja auch noch nicht so wichtig. 12 Runden, das ist okay. Apropos 12 Runden, lass uns mal kurz gucken, wie das hier so aussieht. 30, 36. Das ist überall, und das heißt, da ist noch keiner drin. Ich bin der Einzige, der das beides hat. Bin also auch der Erste in der Akustik. Naja, das sieht ja gut aus. Das sieht insofern gut aus, dass noch keiner momentan die Kapelle bauen kann. Und das sieht auch gut aus, dass ich denn später hier in Scientific Theory und Steam Power vielleicht als Erstes bin. Da lohnt doch auch nochmal ein Blick auf die Demografie. Naja, das ist auch schon ordentlich. Jetzt bin ich immerhin 135, wobei das ist ordentlich. Nein, das stimmt nicht. Das ist immer noch zu wenig. Der Durchschnitt ist trotzdem ein bisschen gestiegen, aber ich nähere mich dem doch langsam an. Heißt aber auch, dass ich noch eine ganze Reihe mehr Truppen bauen muss. Auf jeden Fall. Der Franzose. 24.000. Wahnsinn. Naja. Aber gut. Nahrung sieht bei mir gut aus. Produktion auch. Das ist doch schon mal was. Mein Land ist auch ganz okay. Da ist Alexander ein bisschen besser. So. Aha. Zeig mal, da brauche ich da gar nicht gucken. Da hat jemand Siam vorgeschlagen als Embargo. Science Funding ist meins und Van Luxuriale, naja. Das muss natürlich auch nicht unbedingt durchgehen, wenn es nach mir ginge. Der RAN ist auch in der Renaissance. Tja, was mache ich denn jetzt mit meinem Gold? Sixtinische Kapelle investieren wäre eine Möglichkeit, aber irgendwie hätte ich auch gerne noch ein paar Elefanten. Ne? Das war deine Yard, okay. Boah, du willst noch viel mehr zahlen inzwischen. Magst du mich so sehr inzwischen? Acceptable, das finde ich ja stark. Boah, dass der sowas bietet. Na, zum einen kann es natürlich sein, dass er den Luxus unbedingt braucht, weil er irgendwelche Zufriedenheitsprobleme hat. Allerdings, wenn er mich wirklich hassen würde, dann wäre das natürlich auch nicht so. Es ist ja auch grün hier. Zeig mal. Wegmord. Naja, dann gehen wir hier mal wieder weg. Gehen ist gut. Wir fahren. So, das warst du. Du solltest hier hin. Kannst dann mal darüber und das verbessern. Da haben wir die Mine gebaut. Und jetzt bist du eigentlich auch quasi arbeitslos. Kann hier noch jemand Farm bauen? Hier gibt es dann auch mal noch Farm. Okay. Dann lass das mal gerade ja noch erneuern. 1000 Dinge. Elisabeth. Hatte ich gesehen. Ist jetzt natürlich nicht so toll. Aber sonst will halt keiner mehr Marvel, oder? Ach du Schande, Jürgen Hebeengers, denn da ist noch was dazugekommen. Also ich sage ja, der erfindet ständig hier, also die Engine, irgendwelche Sachen, damit er da irgendwie noch was Rotes kriegt, weil ansonsten war es ihm wohl noch nicht rot genug. Und dass der immer noch meckert, sie wie they believe we are building new cities too aggressively. Also, das kann da eigentlich auch irgendwie nur ein Bug sein. Naja. Nicht zu ändern. Du bist zufrieden, wir sind ja auch Freunde. Der hat auch das Behavior. Wofür auch immer. Ja, du bist halt komplett zufrieden mit mir, ja. At war. Das ist Marokko, Krieg.
Naja. Okay. So, aber gerade mal wieder auf die Uhr geschaut. Ich denke, es ist Zeit. Es wächst und floriert weiter. Und nach wie vor gilt, solange mich keiner angreift, ist alles gut. Solange komme ich ja, glaube ich, auch gut voran. Ich bedanke mich dann also wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.